kannst du dieses Kraut nur rauchen? Entschuldigung, musste niesen. Vielleicht, aber das würde ich gern. Okay, hier. So. War das jetzt. Und noch eine Zigarette. Was wollen wir denn bitte mit dem Haufen Zigaretten anstellen? Mit Sleazy bin. Verdammt. Okay. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber das wollte er irgendwie auch nicht machen. Er hat schon welche im Inventar, okay. Kann ich zumindest die Zigaretten anmachen vielleicht mit dem Streichholz? Die können nicht einfach. Nein. Ich will mein Phosphor hier eigentlich nicht verschwenden, aber dann muss ich halt irgendwie Nachschub besorgen. Was ist, wenn ich einfach jetzt... Super, das Wasser läuft. Na, Mist, der macht's dann wieder aus. Dafür. Was kann ich denn machen, dass die Krähe nicht jedes Mal die Saat wegfrisst? Katzen und Vögel passen normalerweise nicht zusammen. Weißt du mir hinterher? Oh, der scheiß Katze gruselt mich. Die Vogelscheuche abfackeln. Ich hab sie eigentlich zusammengebaut. Ja gut, unser Feuer ist eh weg. Kombinieren mit irgendwas? Ich glaube aber auch nicht, dass das funktioniert. Oh, vielleicht... Davor, das soll nicht. Warum soll das nicht stinken? Da kommen doch am nächsten Tag die Bienen nicht mehr her. Das soll nicht. Ah, ich bin gerade etwas ratlos, Leute. Das macht keinen Sinn. Muss ich vielleicht was mit dem Schlauch machen? Wenn du das für eine gute... ich auch. Aber, naja, ist halt manchmal so, ne, mit den guten Oldschool-Adventures. Da gibt es halt manchmal Stellen, da flippt man fast aus. Ich nehme jetzt die Katze mit. Vergiss es. Ich streiche kein Tier, das mein Todesdatum kennt. Nein! Oh, vielleicht wirklich. Das Viech, das dreht sich ja immer zur Vogelscheuche um, bringt aber absolut... Alter, YouTube, schau's dir an. Oh, es klappt. Jetzt stinkst du ja fast so wie ein paar von den Insassen hier drin. Es hat vielleicht geklappt, es hat mehr. Wirklich geklappt. Vielleicht auch nicht. Gestank ist schwer vergleichbar. Wer weiß, vielleicht reicht... Die Katze folgt mir wegen dem Schwamm. Oh, jetzt verstehe ich. Ich werde gar nicht sterben. Die Katze wurde nur vom Gestank der toten Ratte aus dem Schwamm angezogen. Dich brauche ich nicht mehr in meinem Inventar. Raus mit dir. Gell? Typisch Adventures. Nicht übel. Okay, das bedeutet, wenn jetzt die Katze da ist, müssten es normalerweise... hinkriegen, dass was wächst. Aber echt, oder? Okay, versuchen wir es nochmal. Diesmal wächst hier was, da bin ich sicher. Ja, Randall, diesmal sind wir uns beide sicher. Mit unserer Wachkatze am Feld. So.
Okay, alter Junge. Hoffentlich klappt es jetzt. So, 24 Stunden später. Eigentlich lustig, die Katze hat uns immer verfolgt. Okay, heute ist der große Tag. Auf zum Feld. Da sieht man mal, ne? So, mal sehen, ob das auch jetzt alles war, was wir machen müssten. Vielleicht kommen wir dann schon an den Dünger ran. Yeah, zocken! So schaut's aus. Ich hab's geschafft! Es wächst gut. Was und die Krähe hat's nicht aufgefressen, Mann. Ich hab mich nicht mehr so gut gefühlt, seit ich das der Pate-Box-Set gekauft hab und der dritte Teil war nicht dabei. Das ist echt stark. Der Pate, ein okay. Guter Film. Oder gut. Muss sagen, du hast den Film Test Reihe. Bestanden. Glückwunsch. Von nun an bist du der Gefängnisgärtner. Hier der Schlüssel, wie versprochen. Danke, Murray. Ihre freundlichen Worte erwärmen mir mein Herz. Hey, könnte ich nicht auch für die Frauenabteilung verantwortlich sein? Ja! Du solltest das lieber ernst nehmen, Junge. Der Schlüssel ist eine große Verantwortung. Vergiss das nicht. Sie werden stolz auf mich sein, Murray. Also ich nicht persönlich, aber meine Frau. Ich zock halt ein bisschen mit, sag man's mal so. Aber sie zockt es eigentlich zum größten Teil. So, jetzt aber. Ich wusste Team Blau. Dieser üble Gestank konnte nur eins bedeuten. Dünger. Ja, yeah, wir haben Kacke gefunden. Okay, ich hab den Dünger. Jetzt sollte ich mich um den Phosphor kümmern. Weiß auch genau, wo ich den herbekomme. Brauch nur ein bisschen Geduld. So schaut's nämlich aus. Den Phosphor... Tag 2189. Randys Erlösung. Oh. Wie ich schon sagte, im Gefängnis wird ein Mann fast alles tun, um seinen Geist in Bewegung zu halten. Wie es schien, war Randys Lieblingsbeschäftigung das Horten von Zigaretten und Streichhölzern. Immer eins nach dem anderen, Tag ein, Tag aus. Schätze nach allem, was er hinter sich hatte, entschied er einfach, dass es nun Zeit war zu gehen. Nun gut, Gefangene, hört her. Wie ihr bereits wisst, haben wir gestern Mr. Randall Hicks in unserer Mitte begrüßen dürfen. Keiner weiß, ob er so eine Art Tabakmogul ist oder nur ein Typ, der viele Ressourcen hat. Tatsache ist jedenfalls, dass er einige Gegenstände in seiner Zelle hat, die hier sehr begehrt sind. Deswegen hat er sich gewisse Privilegien erworben. Vergesst das nicht und zollt ihm den notwendigen Respekt. Danke für die Vorlesung, Mr. Schlüsselbrett. Aber die Tatsache, dass wir hier alle vor seiner Zelle stehen, beweist ja, dass wir wissen, wie gut sich Mr. Hicks um seine Freunde kümmert. Ja. Heute ist der große Tag, ich kann's fühlen. Ich war jetzt lange genug hier drin eingesperrt. Irgendwie traurig, einfach abzuhauen. Hab mich richtig in dieses Drecksloch gewöhnt. Egal, Zeit an die Arbeit zu gehen. Mal sehen, was wir alles haben. Seife? Check. Phosphor? Check. Über 400 Pfund Streichhölzer sollten wohl genügen. Frittierfett? Negativ. Rosa Wismut? Nein. Und Dünger? Hab ich schon. Tja, dann muss ich den Rest mal besorgen. Kann ja nicht so schwer sein. So. Einmal wieder den Nikotinkaugummi mitnehmen. Guten Morgen, Mr. Hicks. Morgen, Steve. Gibt's was Neues? Ihre neue Lieferung an Kaugummi und Zigaretten ist soeben eingetroffen. Perfekt. Sag den Jungs, sie sollen es in Lagerhalle 4 unterbringen. Aber, Sir, das Lager ist voll. Tja, dann lass dir was einfallen. Jawohl, Mr. Hicks. Ja gut, verheiratet noch nicht ganz, aber verlobt, YouTube. Und natürlich, meine Frau zockt ja selber zum Teil. Also ein bisschen.
So, also, wo haben wir denn hier unseren Kumpel hier? Der hat uns doch nichts gegeben, weil er keine Angst vor uns hat. Aber jetzt, wo wir der Mogul sind, muss uns das doch geben, oder? Was geht ab, Breifresse? Hey! Hallo, Mr. Hicks. Wie geht es Ihnen? Mir geht's prächtig, Breifresse. Ganz prächtig. Also, wollten Sie irgendwas? Aber sicher. Warum sollte ich mich sonst mit niemandem unterhalten? Das war nicht schlecht. Natürlich. Ich hab dich vor langer Zeit um etwas gebeten, aber du hast mich ignoriert, weil ich damals der Niemand war. Erinnerst du dich? Ganz ehrlich gesagt? Nein, Mr. Hicks. Egal. Ich hab jedenfalls viel Geduld aufgebracht, hab mir Zeit gelassen. Aber wie du sehen kannst, schmeiß ich jetzt den Laden hier. Ich bin der große Zampano hier drin. Natürlich sind Sie das, Sir. Jeder weiß das. Okay. Und jetzt will ich, was mir rechtmäßig zusteht. Was? Was meinen Sie, Mr. Hicks? Deine Haare. Gib mir deine Zähne. So, hier die geliebte rosa Flasche. Können wir mal über deine geliebte rosa Flasche sprechen? Meinen Sie die hier? Genau die. Und wenn da rosa Wismut drin ist, sind wir die besten Freunde. Na, da haben Sie aber Glück, Mr. Hicks. Da steht drauf, rosa Wismut. Woher wussten Sie das? Man könnte sagen, dass ich ein guter Beobachter bin. Aber ehrlich gesagt ist das einfach das einzige rosa Zeug, das ich hier drin je gesehen habe. Verstehe. Wissen Sie, ich habe immer dieses Sodbrennen. Kommt vermutlich von dem Schweinefraß, den es hier immer gibt. Weißt du, Bruno kocht gar nicht so gut, wie er sich einbildet. Wenn wir hier nur was Anständiges zu essen kriegen würden, müsste ich nicht immer diese Flasche mit rumtragen. Verstehe. Weißt du, du gefällst mir. Also sage ich dir Bescheid, wenn ich irgendwo was Gesundes zu essen auftreibe. Danke, Mr. Hicks. Na gut, dann gebt mal den Rest. Deine Haare, meine ich. Meine Haare? Ja, mir gefällt die Frisur und ich hätte auch gern so einen coolen Schnitt. Also mach deine Haare ab und gib sie mir. Ich soll also meinen Schädel rasieren? Nee, wenn du dir den Schädel rasierst, wird die Frisur im Arsch. Man muss sie doch irgendwie vom Kopf abreißen können, sodass sie ganz bleibt. Skapieren. War nur Spaß, Mann. Ich verarsch dich nur ein bisschen. Außerdem sieht dein Haarschnitt scheiße aus. Du hast doch nicht im Ernst gemeint, dass mir der gefällt. Ich... Du bist echt zum Schießen, Kumpel. Okay, dann gib mir deine Zähne. Was? Gib mir deine Zähne. Meine Zähne? Wie genau soll das gehen? Der ist doch klar, oder? Ich will deine Zähne. Aber... Wozu denn? Die würden als Halskette ganz gut aussehen. Was geht's dich überhaupt an? Naja, sind immerhin meine Zähne. Na gut, dann frage ich jemand anders. Jemand, der sich ein bisschen mehr fürs Gemeinwohl engagiert. So. Na gut, ich mach mich mal auf die Socken. In Ordnung. Man sieht sich, Mr. Hicks. So, als großer Zampano. Morgen. Was geht, Hicks? Spaziergang? Ich informiere mich gern, was in meinem Gefängnis so passiert. Ach, hier ist alles ruhig. Wenn irgendwas passiert, werde ich es dich zuerst wissen lassen. Also, hast du irgendwas über den großen Ausbruchsplan gehört? Tja, nur Gerüchte. Ich weiß, der fette Nerd mit den Klauen hat irgendwas vor. Ich habe ihn nie über den Weg getraut. Ist das alles? Soweit ich weiß. Hey, gibt's was Neues über den Weitspuck-Wettbewerb? Immer das Gleiche. Alle sagen, dass Bruno dieses Jahr Favorit ist. Gab's früher mal andere Favoriten? Ja, vor ein paar Jahren gab's mal so einen komischen Typen, der wirklich gut war. Das Problem war nur, dass der echt einen an der Waffe hatte. Was ist mit ihm passiert? Er kam in die Psychiatrische. Sag ja, der war völlig irre. Interessant. Hattest du nicht mal ein Brecheisen? Ach, habe ich schon lange nicht mehr. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Vielleicht kriegt ja jemand ein neues zum Geburtstag. Ehrlich? Na, mal sehen. Aber du musst ein braver Junge sein. Verstehst du? Also. Wie voll ein noch dicke Hose machen. Nein, nur dass du mich mit Fragen löcherst. Stimmt was nicht, Hicks? Entspann dich. War nur neugierig. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Mach ich. Okay. Das war's ja, mit dem. Muss los. Klar, Hicks. Man sieht sich. So, vielleicht hier was Neues. Ach, der Koch? Okay. Alles klar hier? Alles geht seinen Gang, Mr. Hicks.